So, heute haben wir ganz spontan gebucht, die Warner Brothers Studio Tour. Mit dabei ist heute André Axel, der gerade hier mit Bugs Bunny ein schönes Bild macht. Und Danny. Ja. Kindheitserinnerungen kommen wieder hoch. Ihr dürft gespannt sein, in einer halben Stunde geht's los. Was Superman-Anzüge. Das wäre so geil. Danny mag ja sowas, Danny mag ja sowas. Ja. Oh nice. Oh nice. Der gute Superman, Alter, der es nicht mehr machen will. Ja, würdest du dir kaufen, so ein Ding, Alter? Ja. Für 300 Dollar war es Anzug. Aber ich hab schon einen. Den mach ich selber. Aber meine Transformation schon. Also es wird halt wieder sehr interessant hier werden, auf jeden Fall. Das ist also Fakt. Ich freue mich ja eigentlich auf, wenn wir die Studios von Voller House sehen oder Full House, was man halt früher geguckt hat, und The Big Bang Theory. Obwohl sie Full House haben sie, hat er eigentlich gespielt in San Francisco, oder? Die Dings waren in San Francisco, ja, aber die Studios sind ja hier. Ah, das Haus von denen war in San Francisco. Ja, was wir mal gezeigt haben von außen, aber... Ja, ich bin auch gespannt. Gerade auch die Figuren hier, Bugs Bunny und so, ey, ist heftig, Alter, ist geil. Das ist richtig heftig, das ist das andere heftig, ne? Auf jeden Fall. Erstmal Kino. Geil, Mann. Jetzt können wir mit für im Kino abfilmen. Was ist denn das hier? Groupie, oder? Groupie. Das gefällt mir. Der Anfang ist schon cool. Sonst hier drin kommen, ist ja schon geil. Wir saßen jetzt gerade in einem Kino, haben die Karte bekommen, gehen jetzt in so ein Kino rein. Und jetzt haben wir richtig schön. Hat dir so ein Intro gezeigt von alle Filmen, was Warner Brothers herstellt, aber alles dabei, was man so kennt. Also wirklich fast alles, Alter. Also von King Kong, Matrix, sogar Pretty Little Liars. Auch die ganzen Serien, was ist halt, was wir schon gesagt Full House. Haben. Full House, Steve Urkel, alles unter einem Dach. Ja, unter einem Dach. Also es wird hier dieses andere Art Kunden heute. Genau, ich musste sogar jetzt meiner Freundin erstmal schreiben oder noch sprechen. Wegen der Serie, die gucken wir mich das hält gerade. Da gibt es auch 7 Staffeln. Der Pretty Little Liars ist auch richtig geil. Also ich bin schon. Extrem gespannt, Alter. Ich freue mich schon. Also intromäßig jetzt halt. Zur Einführung war das jetzt saugeil gewesen. Jetzt geht's los. Steigen sie alle in die Busse rein. It's amazing. Ja. Jetzt werden wir hier losfahren. Jetzt gehen wir, achso, jetzt gehen wir jetzt erstmal die Karten jetzt ab hier. Germany, Deutschland. Gut, die Karten raus, Jungs, hol die Karten raus. Say in Deutschland. Hier Deutsch. Germany. All the six from the Germany? No. Four. We're from Michigan. Yeah, we're from Michigan. Okay. That's all right. Too. Thanks. All right, thanks. Okay. So come this way, please, everybody. So this is Hennessy Street. Yeah, we remember you came was upstairs, and when his mentor shoot him, so he told him to leave. Jetzt führt er uns gerade hier rum und zeigt uns jetzt hier dieses Filmset. Das ist echt der Hammer. Das stellt hier das alte New York dar, sagt er gerade. Zum Beispiel, wo sie Friends gedreht haben. Die haben Friends, spielt in New York und die waren niemals in New York gewesen. Einfach nur hier an so einem Filmset. Das ist echt mega geil und es sieht auch wirklich saugut aus. So, das ist der Laden von Leg dich nicht mit Soan an. Du warst, glaube ich, Friseur. War. Ey, André, der war Friseur, ne? Soan. Total geil. Hammer.
Vor mir quasi, wo leg dich nicht mit so an. Also, dass das hier alles gedreht wurde, ist doch heftig. Du denkst wirklich, Alter, das wurde in New York gedreht, oder so, ne? Mhm. Das ist ja heftig, ne? Wo er sagt, da fliegt er da nach New York. Krass ist, wo er sagt, auch mit Friends, ja, man, das spielt eigentlich in New York, aber die, ja, waren, die haben nie in New York gedreht, noch nie? In New York, das ist alles hier, Alter. Mhm. Wir dürfen hier wirklich rumlaufen. Das ist besser wie bei uns hier im Babelsberg. Babelsberg, da siehst du ja gar nichts, Alter. Außer mal kurz das Film. Mega. Later that same year, Hennessy Street became downtown St. Louis for the 1982 comedy National Lampoon's Vacation. This is the new wagon plane family truckster. This is a damn fine automobile. You want my honest opinion? In fact, this scene was shot right over there, across the street. Hey, Holmes. What it is, bro? We're from out of town. Hennessy Street has since been transformed into Gotham City for Batman movies. And it was the futuristic Rouge City, Steven Spielberg's AI, artificial intelligence. That's Jude Law dancing down the street. Talented production designers, art directors, and set decorators created these locations by adding physical elements like props, signs, and street lamps to these facades. But in this scene from The Last Samurai... Oh, shake up. Give a flare for the old melodrama. When Billy Connolly and Tom Cruise round the corner and head off into the distance in 19th century San Francisco, they're really walking off of Hennessy Street and onto the modern studio. The San Francisco backdrop was all added digitally with computers during post-production. The only job you're fit for, a man's job. Unless, of course, you get your heart set. So we're going to see what it was shot exactly the scene. So over here. Krass. Guck mal, das sieht man mal vor. Ein bisschen Licht. Da hab ich dich generell immer noch verändert, ne? Aber guck mal, wie ich dir bitte abschneide, dass du das auch nicht mehr siehst, Alter. Ja, oder wie sie das einfach mal umbauen. Post-Production haben sie ja ganz viele am Ende. War ein cooler Effekt gewesen gerade eben in dem Video. Ich musste das auch erstmal anfassen. Gut, hier hört man es jetzt, ne? Ein Gebäude. Das ist aus verschiedenen Perspektiven. Sau geil. Ich bin jetzt hier schön am Filmset von Pretty Little Liars. Das ist richtig hammergeil. So, André, du sagst ja selber gerade, ne? Was halt jetzt übelst geil ist, wir können hier halt wirklich selber durchlaufen. Genau, wir sind wirklich quasi an dem Ort, wo unsere schönen Filme gedreht werden. Und das ist mega geil. Ist von allem alles dabei. Ihr weißt gerade von Little Pretty Liars. Genau, wer die Folge Young Sheldon guckt, also quasi wo Sheldon Kleene ist, wurde hier abgedreht. Genau, hier gegenüber das Haus. Da wohnt der Kleene halt. Das drehen die halt da immer. Da war ich jetzt auch gewesen. Das ist halt schon cool, wenn man so die Serien verfolgt. Genau. Dass man dann noch live mal an dem Ort war. Also ja. Das ist unnormal. Also das können wir gar nicht so rübergeben, wie geil das hier wirklich ist. Genau. Das ist halt so extrem. Also, ja, Kitten halt von Emily das Haus, von Pretty Little Liars und Young Sheldon. So ein Whisky. Alles einhängen immer. Lichter. Cool. Ist der Sonne eigentlich aus? Ne? Oder nicht? Noch nicht. We'll be right back.
gesprochen. Mit Adam West haben sie hier hochgedreht. Ja? Batman. Die TV-Show in der 60s hat er gesagt. Aha, alles klar. Ach, echt? Ja, ja, ja. Ah, den Batman. Ja. Power and Peng, Alter. Genau, den ersten. Krass, Mann. Casablanca. Da siehst du wirklich jetzt die ganzen Filme. Der Serien, die immer noch gedreht werden. Die Serie kenne ich auch, Alter. Big Bang. Krass. Blade Runner hier, der alte mit Batman Returns, Alter. Gremlins 2? Gremlins 2. Geil, Alter. Da eine andere Stage. Alter, Mann. Der nicht. Nee, nee. So, jetzt gehen wir in Stage 24 rein, wo ja Friends gedreht wird. Und die durfte man leider nicht filmen, also machen wir das auch nicht. Ja. Also, wenn die schon Stage 20 ist, ich glaube, hier gibt es 10.000 Filme, die sie gedreht haben. So, Kamera aus. So, da sind wir jetzt wieder. Ja, wir saßen jetzt wirklich bei Full, oder jetzt heißt es ja Fuller House. Fuller House. Wirklich da, was ihr immer im Hintergrund gehört habt, wenn sie klatschen und so und immer lachen. Da saßen wir jetzt. Das war mega geil gewesen, Alter. Und die drehen das immer vorher ab. Und wenn es nicht lustig ist, dann suchen die andere Dialoge raus und drehen das nochmal neu. Und je nachdem, wenn das Publikum dann lacht, dann nehmen sie die Zähne mit drin und dann, ja, dann ist es halt. Das ist eine fertige Szene. Und der hat sogar erzählt, letztes Mal so bei dieses Sheldon, wie heißt denn die Serie jetzt? Big Bang Theory. Big Bang Theory. Die letzte Folge. Meint er nicht mit den Sheldon, die einzelne Serie? Nee, Young Sheldon ist ja was anderes. Okay. Also ist ja auch, aber das spielt halt nur in Jung. Auf jeden Fall ist hier Sheldon angelaufen und hier war eine Gruppe von Franzosen, die sind komplett ausgerastet. Das erzählt, also ist schon mega geil. Also es macht wirklich sau viel Spaß. Oh, jetzt sind wir gerade Big Bang Theory. Geil. Aber dürfen wir bestimmt auch nicht filmen, leider. Alter. André, musst du mal von mir ein Foto machen. Raus, Danny. Raus, Mann. Jetzt sehen wir die Batman-Autos. Alter, und ich kann nur sagen, Mann, das ist wie bei uns in Hüttenstadt mit dem Eco. So wie wir unseren eigenen Stahl herstellen, machen die hier alles selber, ja? Also alles, Mann. Die bauen alles selber. Die haben mit Metallbearbeitung hier, Holzbearbeitung, Paintshop, Kostüme. Ey, unnormal. Richtig unnormal. Oh, André kriegt der Erste, der will's sehen, der will's fahren, Junge. So you can take picture, video, flash, no problem. But you can try the cars. Oh, this is... it's fast. Boy. Can I buy one? André is the best fahrer, the best driver. Boah, wie kann man mit einem Scharf stehen hier? Ah, der! Das haben wir mit Mr. Freeze, ne, das Ding gewesen. Genau, das hat Robin gemacht. Schön hässlich. Alter, die Batman-Statue, oder? Die Batman-Statue! Boah, ist das geil, Mann. Ah, ne, da brauch ich ein Bild von einer Freestatue. Definitiv, Mann, definitiv. Alter, das Batman-Zeichen. Das Batman-Zeichen. Hier, durch den Strahler. Alter. Boah, ist das nice, Mann. Oh, mega. Alte Scheiße.
auch gut gewesen. Der da gesagt hat, das ist scheiße, die Tour. Der ist scheiße. Das ist einfach unnormal geil, Mann. Also für uns als Filmfans. Super geil. Es ist der ultimative. Mein Traum geht hier nach Film. Da fehlt jedes Fahrzeug, was ich gerne fahren würde. Und die fahren sogar. Und die fahren sogar. 100 Mal pro Stunde. Weil da oben stehen Berge, Alter. Ach, sieht auch so nice aus. Guck mal. Was ist denn das? 31 Nights of Halloween. Ach, André, Mann. Das war das Beste, was wir machen konnten, das Ding umzubuchen heute nochmal auf die Warner Bros. Tour, Mann. Ja. Diego war ja zwar auch, wäre schon auch schön gewesen, aber wenn wir nur abgelaufen, hätte man nicht so viel gesehen, Alter. Hätte auch viel gesehen, aber jetzt ist es hier nochmal. Das andere. Einfach nur Schicksal dafür. Gerade für uns als Filmmaker, Alter. Als Filmmaker. So, das war jetzt zumindest unsere Tour jetzt mit dem. Das war jetzt die Tour mit unserem Shuttle jetzt hier. Und jetzt können wir uns frei bewegen, so viel Zeit verbringen, wie wir wollen hier. Oh, ich bin gespannt. Oh, Freddy, Alter, Freddy. Annabelle. No food or drink inside the exhibit. Restrooms are inside the cafe. Sehr gerne, aber ich kann selber Brownies backen. Was macht ihr jetzt noch? Ich will mal wissen, was noch. Na, Andrea will nur noch mal eine Cola. Also da ist wieder eine Entrance. Wo geht's da lang? Auch so ein Studio, wa? Ja, kannst du mal dir ein paar Dinger angucken. Friends und sowas? Mhm. Ich mal gucken. Da muss mal angucken. Jetzt essen wir erstmal und dann sehen wir hier weiter. Schade, schon geil, Alter. Schade, dass wir halt nicht alles jetzt hier filmen konnten, ne? Ach, ja gut, ist halt so. Ist halt so. Aber trotzdem was mega. Trotzdem geil. Also kann man nur jedem empfehlen, wenn ihr seid, sucht euch Warner Brothers Studios und geht da hin. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, es geht weiter, es geht weiter. Was denn? Also Dark Knight, Alter. Mega geil, Alter. Ja, guck mal, Alter, die haben das wirklich auf dem Buch ausgemacht. Ja, Mann. Hier ist Big Bang Theory. Hangover. Hier sind die 300, Mann. Ja, ich bin Jared Butler, Alter. Geil, Mann. Ey, ich bin gespannt, was jetzt hier noch kommt, Alter. Drake Headshot hier. For me, getting started is very difficult. Geht das? I'm convinced doch. When I start to writing and then I have absolutely no talent and I can't possibly actually do this. It's very daunting. You kind of sit and you can't really think about, all right, I'm going to sit here and I know that at the end of this I'm going to have 60 or 70 pages of something that's finished. Kannst du schön hier rinziehen, ne? Sehr geil. Kannst du schön hier die Fotos rinziehen? Dann machen sie ein Video davon. Zack. And just begin. Jetzt geht's los, Junge. Ach, hier, das ist die Serie in dem Haus, was wir meinen können. Wo an dem Fall? Luke Bauer. Guck mal, wie bei Critters, Mann. In Golden Pains, ja. Sieht man auch richtig jetzt, wie sie die ganzen Trickfilme früher gezeichnet haben? Die ganzen Vordinger. Ja, ist schon sau interessant. Hier der Yogi-Bär. Ja, moin. Oh, Batman, Superman, alles, was sie gedreht haben. Schön Mars Attack, Alter. Ist das nicht geil? 96, Alter. Hier die Knarre, Mann. Ah, die sieht billig aus. Aber es ist schon, ey, es ist wieder mega nice, ne? Schöner Raum hier, Alter. Das ist schön. Ach, die Maske habe ich noch gar nicht gesehen, Alter. Michael Keaton, Alter. Boah, ist ordentlich schon geknickt. Da, wo wir jetzt zum Beispiel jetzt saßen drin, wo ihr nicht mehr drin konntet, das ist nämlich genau sowas, so wie es hier aussieht. Genau so. Eigentlich noch krasser. Das war ja, wenn man jetzt hier die Decke anguckt. Hier ist ja schon viel jetzt los. Mit den Spotlights. Also hier ist ja jetzt schon viel oben los. Aber wo wir waren, in den richtigen Studios, wo die es gedreht haben, das war nochmal krasser. Da war ja nochmal, das war ja das Dreifach oben dran, ne, André? Ja. Das war ja mega krass, Alter. Was ist das hier, Friends? Ja, gut, Friends, das sieht man nicht so. Ach, guck mal, next recording in 6 Minutes? Hä? Was ist denn Recording?
Kamera denn? Was machen die jetzt? Was ist hier schon wieder? Big Bang Theory? Ja. Shoot Experience. Boah, geil, die Figuren! Die Figuren! Geil! Ah, nee, machen wir, oder? Ja. Okay, wir müssen nochmal ein Foto machen. Was ist Tarantino? Schule, ja. Also, ich mache das. Oh, guck mal, der hat es wahrscheinlich gemacht, war ja. Alter, 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 Mann! Jetzt geht's los, Alter, Matrix, Mann! Das ist aber hier Spartaner. Nee, da ist er. Opa. Alter. Oh, der geile Superman. Obwohl, mal 78 war es mit Christopher Reeve? Boah, wir sind jetzt noch nicht, Alter. Benny? War das mit Christopher Reeve? Hier die Wolken. Alter, der Fernseher. 41 zu 9, Alter. 41 zu 9, das neue Videoformat. Million Dollar Baby. Oh, ein Lego Movie. Yeah. Oh, mega, ey. Richtig geil. Ach, schade, dass die Twins nicht mehr mitmachen da, ne? I hope you had a good time at the studio. Now that you know the place, don't be a stranger. Come back and see us anytime. How about next Thursday? Does that work for you? Oh, neuer Wonder Woman. Das sieht gut aus. Neuer Wonder Woman. Ja, schon geil. Immer in den Merch Store. Oh, das wird bestimmt gut jetzt nochmal. Geld gelassen. War gut, also war auch nochmal gut jetzt. Komm her. Oh, die Puppe, Alter! Die Puppe! Danny, Danny kaufen zum Geburtstag. Felix! Nice, Alter! Die Pumpe ja quasi halt schon von Disneyland haben. Wie teuer ist das Ding? Ja, bestimmt auch 64, Alter. Guck drin da. Ja, 69 Dollar. Aber das muss ich eigentlich holen, Alter. Ja, wenn die mir passen sollen, das ist mal so ein Ding. Boah, das ist ja echt schon richtig fett. Zeig mal. Sieht doch trotzdem geil aus. Ist das ein Spieler, Alter? Sieht trotzdem geil aus, Alter. Wie sieht das denn aus hier? Ja. Du rüstest mich komplett hier aus, Mann. Der ist wirklich groß, oder? Das ist ein S, ne? Hier gibt es Spiel, ne? Ich kann doch mal schnell ein Foto von dir machen oder die anderen machen mal ein Foto mit dem Handy. Mach mal ein Foto, Axel. Das ist zu groß. Hä? Das ist echt zu groß. Ja. Meins sitzt genauso, Alter. Mach ein Foto. Ah, so, Leute, das war's schon wieder gewesen. Jetzt haben wir nochmal eingekauft. Ich kann ja nicht anreden, Danny. Ah. Ich bin wieder ein Pumper. Pumperpullover geholt. Ja, Warner Brothers, das ist schon. Es sieht wirklich geil aus, aber. Ah, hin und her gerissen. Ich hätte eine XS nehmen müssen. Das ist wirklich ein Pumper-Shirt. Ich hätte eine XS nehmen müssen und ich habe echt Angst gehabt, dass mir das Ding eingeht. Beim Waschen denn. Anni kann zum Glück keine XS, der kann eine S tragen. So, aber wir haben zumindest so viel gefilmt, wie es ging. Euch quasi unsere, naja, Meinung gesagt, Emotionen gezeigt, wie es uns dabei ging. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt fahren wir nach Hause, einkaufen und Pizza essen. Bis dann.